Hallo, Grüße aus dem schönen Paradies. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich mal die Preise gegenüberstelle. Hab mich jetzt mal dran gesetzt an die Excel-Tabelle. Auch möchte ich euch mal erklären, wie das zustande kommt, dass man dann doch etwas weniger Geld bei fürs Essen bezahlt und vor allem, dass doch einiges sehr günstiger ist, sehr viel günstiger. Und eine bessere Qualität hat als in Deutschland. Also viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schöne Grüße aus dem Paradies. Weiterhin, auch wenn die hier gerade versuchen, so eine kleine Farbrevolution zu machen. Heute ist es 25 Grad, wunderschön draußen. Die Natur ist so ungefähr einen Monat voraus und jetzt geht's los. Bis gleich. Ich habe auf jeden Fall schon immer Excel-Listen geführt über die Ein- und Ausgaben. Bin ja Unternehmerin und deswegen kann ich auch wunderbar vergleichen, was ich hier in Ungarn bezahle und was ich in Deutschland bezahlt habe. Und dazu habe ich jetzt eine extra Excel-Tabelle gemacht. Also das ist hier sowas, was ich sonst immer habe, ja, also das ist jetzt ein Monat, der Juli 24 zum Beispiel. Und das Gleiche habe ich natürlich auch mit den anderen Jahren. So, und jetzt habe ich euch eine Tabelle mal erstellt, um mal zu zeigen, was ist hier der große Unterschied. Ich musste allerdings hier 2021 nehmen, weil ich glaube, 22 bin ich umgezogen oder so. Also das war so das vergleichbare Jahr. Das Schöne dabei ist, also hier haben wir Deutschland, hier haben wir Ungarn und hier haben wir 24. Gut, wenn ihr euch jetzt die Kosten von 21 in Deutschland anschaut, dann wird es wahrscheinlich inzwischen sowieso noch etwas gestiegen sein. Inflationsbereinigt natürlich, haha. Oder Kampf für Öko, ihr wisst schon. Also bei mir war es damals so, ich habe für Gas und da ging es nur ums Heizen für die Heizung in der Wohnung 47 Euro bezahlt. Hier bezahle ich 30 Euro. Ich heize hier und koche damit. Und damit das vergleichbar ist, beides ist für eine Person auf 70 Quadratmeter. In Deutschland hatte ich eine Altbauwohnung, zart saniert, ohne Styropor an den Wänden. Und hier habe ich ja wieder eine Altbauwohnung, wenn man das so sagen kann. Also ein Lehmhaus mit 60 cm dicken Wänden, aber oben nach oben, die Decke ist jetzt nicht großartig gedämmt. Da ist halt eine dicke Dielung drauf und oben eine 5 cm Lehmschicht. Ja, aber sehr vergleichbar. Wieder 70 Quadratmeter, eine Person. In Deutschland habe ich fürs WLAN 2021 35 Euro bezahlt, hier 47. Das ist äußerst teuer, weil in meinem Ort gab es nur einen Anbieter, das ist halt Telekom. Ich brauche ein stabiles Netz und deswegen habe ich so viel bezahlt. Ich habe hier Freunde, die haben auch eine Firma, die bezahlen auch so ungefähr. Die anderen, die jetzt, die meisten machen das übers Handy und da kostet das vielleicht 15 oder 17 Euro im Monat, ja. Also es gibt wenige, die so einen teuren WLAN-Anschluss haben. Hier geht es nur um Stabilität und Sicherheit, weil ich arbeite mit dem Internet und verdiene damit mein Geld und da ist mir das auch egal. In der Zukunft soll hier sowieso Glasfaser kommen, in 2 Monaten angeblich. Und dann wird es auch günstiger. So, was wirklich herausragt, ist das Essen. Auch das wird ja inzwischen in Deutschland teurer geworden sein. Und ich esse nichts anderes. Ja, also mein Essverhalten hat sich nicht großartig geändert. Warum auch? Es schmeckt mir heute das, was mir 2021 geschmeckt hat. Bloß das Essen ist hier viel günstiger. Außer man geht ständig zu Kofland, Lidl, Aldi, also ich kaufe ja hier bei den Ungarn. Ich zeige euch auch nachher, wie ich zum Beispiel Fleisch kaufe, ja, und was das für eine tolle Qualität ist. So, Strom ist natürlich auch 38 Euro in Deutschland und hier 10 Euro im Monat Strom. Ja, und was natürlich herausragend ist, ist dann die Miete, die ich damals, ist das eine super günstige Miete, ja, 600 Euro für eine wunderschöne Altbauwohnung im Zentrum von Potsdam. Das ist ja auch noch eine Genossenschaftswohnung, ja.
Okay, also ich habe hier eine Summe gebildet hier unten und ich habe ja jetzt natürlich keine Miete in dem Sinne. Das ist natürlich ein richtig krasser Unterschied zwischen 1220 und knapp 300 € Fixkosten. Ja, jetzt nehme ich mal, sagen wir mal, ich bin jetzt in Ungarn und ich nehme mir eine Mietwohnung, ja, damit das vergleichbar ist. Also ja, da wo ich bin, sind halt Mietwohnungen teuer, wenn man überhaupt eine bekommt, aber sagen wir mal so 450 € ist schon okay. Dann wäre ich ja immer noch bei 747 € im Gegensatz zu Deutschland. Und ich weiß, bei euch wird ja inzwischen schon alles gestiegen sein, ja. Es läppert sich an allen Ecken und Enden. Dann kommen noch solche Sachen dazu, wie die Autoversicherung ist hier viel günstiger, die Hausversicherung. Bei Autoversicherung kann ich nichts dazu sagen, weil ich habe es immer noch nicht geschafft, das Auto umzumelden. Ich weiß es bloß, dass die anderen das alle machen. Allerdings muss man natürlich dann auch sehen, dass die Ummeldekosten sehr hoch sind. Das lässt man meistens jemanden machen. Kostet zwischen 300 und 800 € diese Ummeldung. Also da braucht, bis sich das amortisiert hat, dass es günstiger ist, das dauert eine Weile, ja. Benzin ist hier genauso teuer. Und ja, also ich wollte euch nur sagen, wie es zusammenkommt, ja. Jetzt könnte man ja natürlich noch das minimieren und sagen, ich nehme hier die Summe von 1220 € und ziehe 747 € ab. Da bleibt wirklich viel übrig für irgendwelche anderen schönen Dinge im Leben. Reisen zum Beispiel. Ja, Ausflüge machen. Oder bei mir im Haus investieren. Also guckt euch das mal an, was da überbleibt, das investiere ich halt hier. Das war so genau mein Gedanke. Ich wollte ja eigentlich eine Mietwohnung hier, aber das ist sehr schwer mit 90% Eigentum, Eigentumsrate. Und nun habe ich doch ein Haus gekauft und da bleibt natürlich was übrig, ja, zum Investieren. Natürlich wäre es schöner, wenn ich mal schnell einen Batzen von 30.000 hätte. Da würde alles schneller gehen. Und so muss ich es halt Monat für Monat machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier Fleisch einkaufe. In jedem Dorf gibt es einen Laden und es kommen auch noch solche Fahrzeuge vorbei. Und nebenan gibt es natürlich alles: Aldi, Lidl, Interspar, Tesco. Ja. Also hier herrscht eine große Konkurrenz und deswegen ist auch die Qualität so hervorragend. Klar, es ist nicht das dabei, was sich Deutsche immer so vorstellen, wie Leberwurst. Da muss man schon eine Weile gucken. Ich esse ja gerne Hühnchen, was da gerade gezeigt wird. Und mit Schweinefleisch, das, was auf der rechten Seite war, kann ich sehr wenig anfangen. Ich habe 6 Hühnerschenkel gekauft für 4,50 €. Sowas habe ich in Deutschland noch nie bekommen von dieser hervorragenden Qualität. Weil die können sich das gar nicht leisten, schlechtes Zeug zu verkaufen, weil sonst niemand mehr an den Wagen rangeht. So, dann war ich mal tanzen. Ein Eintritt hat es 5 oder 6 € gekostet. Ein Wasser oder eine Cola, circa 1,50 €. Klar, die haben da alle dann Alkohol getrunken, aber ich bin ja Autofahrer. Und dann kommt noch dazu, hier sind bei mir sehr viele Selbstversorger. Wir gehen hier gerade auf meinen Kirschbaum zu, Süßkirschen, alles voll bis oben hin. Und hier wird eben noch viel eingeweckt, Marmelade gemacht. Also ein Teil davon ist eben auch Selbstversorgung. Und das mache ich genauso weiter. Ich habe das schon in Potsdam gemacht, weil dort hatte ich auch einen Garten. Und auch vorher in dem Haus hatte ich auch einen Garten. Wie gesagt, zum Sparen gehört diese Selbstversorgung mit dazu. Und trotzdem, selbst wenn man keinen Garten hat, kann man hier sparsamer leben. Es gibt auch viele Feste, die gar kein Geld kosten. Ich bedanke mich bei denen, die wieder für den Rasentraktor gespendet haben. Und ansonsten, Sia, wie's lad, bleibt mutig. Wir hören uns. Daumen hoch. Bis bald.